Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wollen wir uns mal mit Gasmischungen beschäftigen. Warum sind die relevant? Ganz einfach, unser Leben basiert auf dem Atmen einer Gasmischung, nämlich Luft. Das wisst ihr ja wahrscheinlich, Luft besteht im Wesentlichen aus Stickstoff, aus Sauerstoff, ein bisschen Kohlenstoffdioxid, ein paar Edelgase. Und das ist das, was wir tagtäglich Minute für Minute einatmen. Wenn man jetzt Sportarten betreibt, wie beispielsweise Bergsteigen, aber auch Fallschirmspringen aus großer Höhe oder Tauchen, dann müssen wir typischerweise diese Luft mitnehmen. Besonders Taucher müssen dabei aufpassen, dass sie, wenn sie sehr tief abtauchen wollen, nicht einfach unsere normale Luftmischung mitnehmen können. Da brauchen sie ganz spezielle Gasgemische für ganz spezielle Tiefen. Wir wollen heute in dem Video mal versuchen zu verstehen, warum das so ist. Wie ihr bereits aus der Überschrift entnehmen könnt, wollen wir uns auch diesmal auf ideale Gase beschränken. Das heißt, wir nehmen das einfachste Gasmodell, das wir haben. Bevor wir jetzt beantworten können, wie tief denn ein Taucher mit normaler Luft abtauchen kann, müssen wir ein paar theoretische Vorarbeiten leisten. Um jetzt zu verstehen, wie sich eine solche Gasmischung verhält, skizzieren wir uns einfach zunächst mal einen Behälter mit einer Mischung. Wir nehmen einfach Luft und wir sagen, Luft besteht vereinfacht zu 80% aus Stickstoff und zu 20% aus Sauerstoff. In der Regel sind es ungefähr 79% Stickstoff und 21% Sauerstoff, aber auf dieses Detail wollen wir jetzt nicht eingehen. Innerhalb der Gasmischung kommen also auf 8 Stickstoffmoleküle immer 2 Sauerstoffmoleküle. Der Gesamtdruck der Mischung lässt sich jetzt ganz einfach mit Hilfe der thermischen Zustandsgleichung berechnen. Wir können also schreiben, der Gesamtdruck der Mischung, ich nenne ihn mal P Gesamt, ist nichts anderes als die Stoffmenge mal die ideale Gaskonstante mal die Temperatur dividiert durch das Gesamtvolumen. Die Stoffmenge unserer Gasteilchen setzt sich jetzt ja zusammen aus der Stoffmenge an Stickstoff und aus der Stoffmenge an Sauerstoff. Das heißt, wir können sagen, wir haben hier einmal N von N2 plus N von O2. Am Rest ändert sich nichts, mal R mal T dividiert durch das Gesamtvolumen des Behälters. Und jetzt sieht man schon, was man machen kann. Wir können diese beiden Anteile auseinanderziehen. Das heißt, wir können schreiben, einmal Stoffmenge vom Stickstoff mal R mal T dividiert durch V plus die Stoffmenge vom Sauerstoff mal R mal T dividiert durch V. Die beiden Beiträge, die jetzt da stehen, sind also nichts anderes als der Druck, der nur durch den Stickstoff erzeugt wird und der Druck, der nur durch den Sauerstoff erzeugt wird. Und deswegen nennt man diese beiden Beiträge auch die sogenannten Partialdrücke. Das heißt, das hier ist der Partialdruck von Stickstoff und das andere ist der Partialdruck von Sauerstoff. Man erkennt, der Gesamtdruck der Gasmischung ergibt sich einfach als Summe der Partialdrücke. Das heißt, wir können für Allgemeinheit aufschreiben, P Gesamt ist P1 plus P2 und das gilt natürlich auch für mehrkomponentige Mischungen. Das heißt, ganz allgemein können wir aufschreiben, plus P3 und wir verallgemeinern für eine Mischung mit insgesamt n Komponenten plus Pn. Diese Gesetzmäßigkeit wird auch als das Gasgesetz von Dalton bezeichnet. Basierend auf dieser Idee können wir jetzt einfach mal hingehen und können für unseren handelsüblichen Luftdruck von einem Bar oder eben ganz genau 1013 Millibar mal den Partialdruck von Sauerstoff ausrechnen. Wie machen wir das? Wir machen das über den sogenannten Stoffmengenanteil. Wir wissen ja, der Stoffmengenanteil von Sauerstoff, jetzt machen wir es mal ganz genau, beträgt 21%, also 0,21. Das bedeutet ja mit anderen Worten nichts anderes, als dass die Stoffmenge von Sauerstoff in unserer Luft dividiert durch die Gesamtstoffmenge genau 21% beträgt. Und diese Stoffmengen wiederum, die können wir jetzt ausdrücken über die Drücke.
Die Stoffmenge des Sauerstoffs ergibt sich mit Hilfe des Partialdrucks und der thermischen Zustandsgleichung einfach als Partialdruck von Sauerstoff mal das Volumen des Behälters dividiert durch R mal T. Die Gesamtstoffmenge hingegen, die ergibt sich natürlich einfach als Gesamtdruck mal Gesamtvolumen durch R mal T. Und was wir jetzt sehen, wunderbar, wir können kürzen. Denn wir betrachten in beiden Fällen das gleiche Volumen bei der gleichen Temperatur und wir haben die gleiche universelle Gaskonstante. Das heißt, was dort abschließend übrig bleibt, ist nichts anderes als Partialdruck von Sauerstoff dividiert durch den Gesamtdruck der Mischung. Wenn wir jetzt also wissen, unser Stoffmengenanteil beträgt 21% und unser Gesamtdruck beträgt 1013 Millibar, können wir also den Partialdruck von Sauerstoff ausrechnen. Das heißt, wir haben P von O2 ist nichts anderes als Stoffmengenanteil von O2 mal Gesamtdruck. Und das wiederum ist also nichts anderes als 0,21 mal 1013 Millibar. Den Rest macht der Taschenrechner für uns. Wir geben es ein und wir sehen, der Partialdruck von Sauerstoff beträgt ungefähr 212 Millibar auf Meereshöhe. Warum müssen denn jetzt eigentlich Bergsteiger Luftflaschen mit nach oben nehmen und warum müssen Taucher beim Tieftauchen aufpassen, wenn sie konventionelle Luft verwenden wollen? Damit unsere Organe ordnungsgemäß funktionieren, müssen sie mit Sauerstoff versorgt werden. Dieser Sauerstoff gelangt über die Atemwege in die Lunge und wird dort über die Lungenbläschen in die Blutbahn überführt. Damit die Organe ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden, muss der Sauerstoffpartialdruck mindestens 70 Millibar betragen. Wir können uns jetzt einfach mal anhand der folgenden Tabelle anschauen, wie sich der Luftdruck mit der Höhe verändert. Wir sehen zum einen hier oben Meereshöhe 0, unseren ganz normalen Luftdruck von ungefähr einem Bar. Wenn wir jetzt nach oben wandern, den Berg besteigen, sehen wir, je höher wir kommen, desto niedriger wird der Luftdruck. Wir sehen beispielsweise, ab einer Höhe von 7000 Metern beträgt der Gesamtluftdruck schon nur noch ungefähr 411 Hektopascal, also 411 Millibar. Wie groß ist jetzt der Partialdruck von Sauerstoff in dieser Höhe? Das können wir uns ganz einfach ausrechnen, indem wir uns wieder überlegen, der Partialdruck von Sauerstoff ergibt sich anhand des Stoffmengenanteils von Sauerstoff mal dem Gesamtdruck. Jetzt ist wichtig zu verstehen, dass sich an der chemischen Zusammensetzung der Luft überhaupt gar nichts verändert hat. Wir haben sowohl in Meereshöhe, also bei 0 Höhenmetern, als auch bei 8 oder bei 7000 Höhenmetern immer noch 21% Sauerstoff. Nur der Gesamtdruck ist reduziert, das heißt, es ist insgesamt weniger Gas da. Das heißt, wir dürfen jetzt aber hier weiterhin schreiben, für den Stoffmengenanteil 21% mal in 7000 Metern Höhe ungefähr unsere 411 Millibar. Der Taschenrechner verrät uns, wir kriegen ungefähr einen Partialdruck von 86 Millibar. Wir erinnern uns, der minimale Partialdruck, den wir brauchen, damit unser Körper ordnungsgemäß funktioniert, beträgt 70 Millibar. Das heißt, wir sind ja schon sehr, sehr nah dran an der Untergrenze dessen, was für einen normalen Menschen überhaupt möglich ist zu leisten. Höhenbergsteiger versuchen sich im Vorfeld durch Akklimatisierung an diese Bedingungen anzupassen. Die Hoffnung ist ganz einfach, dass der Körper, weil er feststellt, dass er ohnehin schon in großer Höhe unterwegs ist, mehr Erythrozyten, also rote Blutkörperchen, bildet und damit der Sauerstofftransport innerhalb des Körpers verbessert wird. Warum muss denn jetzt eigentlich der Taucher aufpassen? Der Taucher kann doch einfach die Luft nehmen, einfüllen und dann unter Wasser atmen. Um zu verstehen, warum es nicht ganz so einfach ist, müssen wir uns klar machen, welcher Gesamtdruck denn eigentlich auf dem Taucher lastet. Wir stellen uns also eine Wasseroberfläche vor und darunter der Taucher, der
während seines Tauchgangs in einigen Metern Wassertiefe unterwegs ist. Die Wassertiefe bezeichnen wir jetzt einfach mal mit H. Der Gesamtdruck auf den Taucher setzt sich jetzt aus zwei Beiträgen zusammen. Zum einen haben wir den Luftdruck. Der Luftdruck an der Oberfläche beträgt ungefähr 1 Bar. Zusätzlich zum Luftdruck erfährt der Taucher auch noch den sogenannten hydrostatischen Druck, der einfach daher kommt, dass er von einer Wassersäule überschichtet ist. Dieser hydrostatische Druck lässt sich mithilfe der Dichte des Mediums, das heißt in diesem Fall Wasser, berechnen, der Tiefe, in der wir uns befinden, und dem Ortsfaktor G. Wenn wir jetzt einfach mal beispielhaft annehmen, der Taucher würde sich in einer Tiefe von 50 Metern bewegen, könnten wir also den hydrostatischen Druck ausrechnen, indem wir einfach alle Zahlenwerte einsetzen. Die Dichte von Wasser in SI-Einheiten beträgt ca. 1000 Kilogramm pro Kubikmeter. Die Wassertiefe, haben wir gesagt, sind 50 Meter. Und den Ortsfaktor, den runden wir jetzt ganz dreckig auf ungefähr 10 Newton pro Kilogramm. Das können wir schon fast im Kopf ausrechnen. Naja, wir haben 1000 mal 10 gibt 10.000 mal 50 gibt 500.000. Und die Einheit, wir gucken uns mal die Einheiten an. Wir haben Kilogramm kürzlich mit Kilogramm, Meter kürzlich mit dem Kubikmeter zu Quadratmeter. Das heißt, wir haben Newton pro Quadratmeter und das ist ja nichts anderes als Pascal. Und wenn wir das Ganze in Bar umrechnen, sind das also ungefähr 5 Bar. Als Faustregel kann man sich merken, 10 Meter Wassersäule entspricht ungefähr einem Druck von 1 Bar. Das heißt, wenn man 50 Meter unter Wasser ist, ist der hydrostatische Druck 5 Bar. Der Gesamtdruck auf den Taucher, der ergibt sich jetzt einfach als Summe von hydrostatischem Druck auf der einen Seite und dem Luftdruck, den dürfen wir nicht vergessen, auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben 5 Bar hydrostatischen Druck plus ungefähr 1 Bar Luftdruck macht einen Gesamtdruck von ungefähr 6 Bar. Wie groß ist jetzt in dieser Wassertiefe der Sauerstoffpartialdruck, wenn wir einfach ganz normal Luft einatmen? Ganz einfach, auch hier hat sich an der Zusammensetzung nichts verändert. Das heißt, der Sauerstoffpartialdruck ergibt sich weiterhin als Stoffmengenanteil von Sauerstoff, also die berühmt-berüchtigten 21%, mal dem Gesamtdruck, der jetzt natürlich in der Wassertiefe drastisch erhöht ist. Wir setzen entsprechend den Stoffmengenanteil ein, die berühmt-berüchtigten 21%, mal den Gesamtdruck von 6 Bar und erhalten einen Sauerstoffpartialdruck von ungefähr 1,26 Bar. Der Sauerstoffpartialdruck ist also im Vergleich zur Meereshöhe jetzt drastisch erhöht. Auf dem hohen Berg ist er drastisch abgesenkt, da wird es gefährlich. Unter Wasser ist er drastisch erhöht und wie wir jetzt sehen werden, da wird es auch gefährlich. Der maximale Sauerstoffpartialdruck, der für uns Menschen noch ertragbar ist, beträgt irgendwo zwischen 1,4 und 1,6 Bar. Steigt der Sauerstoffpartialdruck dauerhaft über diese Werte an, dann bilden sich in der Atmungskette sogenannte Radikale, das heißt beispielsweise Teilchen wie das OH-Radikal, die aufgrund ihrer ungepaarten Elektronen sehr reaktiv sind. Reaktiv bedeutet, dass sie mit den beispielsweise Lipiden in unseren Zellmembranen ungewollte Nebenreaktionen eingehen können und dadurch Zellen oder Gewebe schädigen. Unser Körper hat natürlich ein eingebautes Antioxidationssystem. Allerdings ist dieses Antioxidationssystem überfordert, wenn zu viel Sauerstoffradikale vorliegen. Und dieses zu viel, das passiert genau, wenn der Sauerstoffpartialdruck oberhalb von 1,4, 1,6 Bar liegt. Wie tief kann denn jetzt eigentlich ein Taucher tauchen mit konventioneller Luftmischung? Ganz einfach. Wir können es jetzt mit Hilfe des Sauerstoffpartialdrucks berechnen. Dazu nehmen wir jetzt einfach an, dass der maximale Sauerstoffpartialdruck sich ergibt aus dem Stoffmengenanteil vom Sauerstoff, der ja bei konventioneller Luft bekannt ist, 21%, mal dem Gesamtdruck. Der Gesamtdruck wiederum setzt sich zusammen aus dem Luftdruck auf der einen Seite und dem hydrostatischen Druck
auf der anderen Seite. Der Luftdruck, konstant 1 bar. Der hydrostatische Druck, da kommt ja genau die Wassertiefe rein. Das heißt, wir setzen ein x von O2 mal PL. Ich multipliziere gleich aus, mal x von O2 mal die Dichte von Wasser mal unsere maximale Wassertiefe mal der Ortsfaktor. Ja, und jetzt brauchen wir nur noch nach unserer maximalen Wassertiefe umzustellen und dann alle Zahlenwerte einzusetzen. Wenn wir das machen, kriegen wir maximale Wassertiefe, Hmax, ist gleich langer Bruchstrich. Was steht oben? Oben steht der maximale Sauerstoffpartialdruck minus Stoffmengenanteil von O2 mal dem Luftdruck. Und unten stehen einfach alle anderen Beiträge, nämlich x von O2 mal die Dichte von Wasser mal g. Jetzt brauchen wir die ganzen Zahlenwerte nur noch einzusetzen und das machen wir sinnvollerweise direkt in SI-Einheiten. Also langer Bruchstrich. Der maximale Sauerstoffpartialdruck haben wir gesagt 1,4 bar. Das heißt, wir rechnen das gleich in Pascal um. 1,4 mal 10 hoch 5 Pascal minus 0,21 mal der Luftdruck beträgt ungefähr 1 bar, also 1 mal 10 hoch 5 Pascal. Wir dividieren auch hier durch 0,21 mal Dichte von Wasser, 1000 Kilogramm pro Kubikmeter, multipliziert mit dem Ortsfaktor. Auch hier nehmen wir eine grobe Zahl, also 10 Newton pro Kilogramm. Bevor wir jetzt weitermachen, sollten wir uns einen kurzen Moment nehmen und mal die Einheiten prüfen. Also was bleibt unten übrig? 0,21 hat keine Einheit, das heißt, wir haben Kilogramm, das kürzt sich mit Kilogramm. Wir haben Newton pro Kubikmeter. Oben haben wir Pascal. Pascal ist ja nichts anderes als Newton pro Quadratmeter. Hier hinten auch Newton pro Quadratmeter. Das heißt, wir dividieren Newton pro Quadratmeter durch Newton pro Kubikmeter. Und dementsprechend kürzt sich das Newton und das Quadratmeter kürzt sich mit dem Kubikmeter. Es bleibt nur Meter über. Und Meter steht ganz unten im Nenner, also einmal im Nenner und nochmal im Nenner. Das heißt, das kommt am Ende hoch und wir bekommen wirklich die Einheit einer Länge in Meter. Der Taschenrechner sagt uns, wir kriegen eine maximale Wassertiefe von 56,7 Metern heraus. Das Ergebnis passt relativ gut zu dem, was man auf Informationsseiten oder auch in Tauchschulen oder Tauchlehrbüchern findet. Ungefähr 57 Meter, ab da wird es kritisch. Möchte man tiefer hinab, was muss man machen? Den hydrostatischen Druck können wir nicht herabsetzen. Das heißt, der Gesamtdruck ist vorgegeben durch die Umgebung. Wenn wir jetzt verhindern wollen, dass der Sauerstoffpartialdruck zu hoch wird, können wir an einer Stellschraube drehen und das ist die Stellschraube des Stoffmengenanteils von Sauerstoff. Das heißt, wenn man tiefer hinab will, muss man Gemische nehmen, die sauerstoffreduziert sind, wo wir also weniger als 21% Sauerstoff drin haben. Ich hoffe, ich konnte euch in dem kurzen Video mal nahebringen, was es mit dem Gasgesetz von Dalton auf sich hat und wieso der Sauerstoffpartialdruck für uns persönlich so eine wichtige Bedeutung hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.